Hallöchen, ihr Lieben. Es ist wieder ein Tiernotruftag mit dem Stefan und ich habe gerade schon Anschluss kassiert. Weil du zu spät gekommen bist. Weil ich 10 Minuten zu spät gekommen bin. 10 Minuten können über Leben oder Tod entscheiden. Stimmt. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass sie die Straße aufreißen müssen da hinten. Wir haben heute einen einsatzreichen Tag. Es geht nach... Erstmal jetzt nach Düsseldorf, dann von da aus nach Willig, von da aus nach Duisburg und von da aus nach Essen. Erstmal. So, ich melde mich dann wieder, wenn wir Wenn wir fertig sind, genau. Der Stefan ist jetzt kurz drin in der Tierarztpraxis, weil er gestern einen Halsbandsittich gefunden hat, beziehungsweise eingefangen hat. Und er wird jetzt gleich untersucht. Auf jeden Fall haben wir gleich noch einen Katzeneinsatz und schauen wir mal, was der Tag so bringt. Es wird auf jeden Fall wieder sehr, sehr lange. Und das Wetter heute ist auch mega toll. Es regnet die ganze Zeit. Der Sommer ist vorbei. Wir haben ja auch erst August. Wir sind vom Arzt raus. Der Sittich wurde jetzt gerade geröntgt, weil Stefan hatte den Verdacht, dass der Flügel gebrochen ist. Und so ist es auch leider. Der Flügel ist gebrochen und er wird jetzt hier operiert. Und morgen wird wahrscheinlich dann Stefan übermorgen, je nachdem, wird Stefan den dann abholen. Und dann wird er erstmal in eine Vogelaufzuchtstation gebracht, damit das Ganze verheilen kann. Und ja, er muss aber nicht eingeschläfert werden, das ist schon mal sehr gut. Und er bekommt jetzt irgendwie einen Stift da rein. Und dann wird das Ganze auch relativ gut verheilen. Ist doch schon mal eine gute Nachricht, also dass Stefan den Vogel gefunden hat und vor allem, dass dem jetzt geholfen werden kann. Jetzt haben wir hier noch Mauersegler, den müssen wir auch noch mitbringen. Mauersegler. Ja. Der hat einen Anflugtrauma. Anflugtrauma, der hat eine Infusion bekommen und er braucht jetzt ein paar Tage Ruhe. Ja. Und dann kann er wahrscheinlich wieder raus. Super, dann bringen wir den dann auch noch weg. Wir sind jetzt bei den Katzen. Das soll anscheinend niemand zu Hause sein. Ist aber deutlich unordentlicher geworden. Bitte? Ist aber noch mal ein bisschen unordentlicher geworden. Das heißt, die Katzen haben auch gewütet. Die Katzen haben, glaube ich, ordentlich gewütet. Scheiße. Hey. Ach du Scheiße. Wow. Ja, die sind auch hier schon voll schwarz hier. Die haben überall schwarze Punkte hier schon in den ganzen Bereichen. Ja, denen geht es auf jeden Fall nicht gut. Also hier sind einige Katzen drin, an die 5 Stück. Stefan war hier schon mal. Anscheinend sind die Katzen auf sich alleine gestellt. Hier innen drin ist ziemlich vermüllt und irgendwie kommt hier niemand mehr. Also die Mieter sind irgendwie weg, wurde uns hier von der Nachbarschaft erzählt. Und die haben einfach die Katzen hier gelassen und jetzt wissen wir natürlich nicht, wie lange die Katzen hier schon alleine sind. Ob die Mieter vielleicht doch zwischenzeitlich kommen, aber so wie es da drin aussieht, glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Und natürlich geht es auch nur eine Zeit lang gut, dass die Tiere dann ja, ohne Wasser und ohne Futter auskommen. Aber... Ah, muss es ja trotzdem machen. Wenn ich jetzt beim Veterinäramt anrufe, sie würden im Zweifelsfall das auch beeidigen, dass hier keiner mehr war, ja? Ja, klar. Ja? Ich habe keinen gesehen. Okay, und Sie haben selber auch einen Strohhalm da dran gemacht? Mein ne? Bruder. Also, und der ist seitdem unverändert? Ja? Ja, der hing nur ein bisschen gerader, aber die Tür ist ja nicht aufgemacht worden. Ja, sonst wäre ja ganz wäre gut, weg. Ne? Ja, ruf jetzt mal in den Veterinäramt an. Ach Gott. Ja, ist gut, wir versuchen euch zu helfen, ja? Ja, Mausi. Ja, ist gut. Ist gut, ist gut. Ja, eigentlich kennt man sowas wirklich nur aus dem Fernsehen, diese Messi-Wohnungen, wo dann Tiere zurückgelassen werden. Und jetzt bin ich tatsächlich auch bei so einem Fall mittendrin. Und ja, unfassbar. Unfassbar. Ich kann sowas nicht verstehen. Kann echt nicht verstehen, was da in den Köpfen der Menschen vorgeht. Stefan versucht jetzt beim Veterinäramt das Ganze zu regeln, dass wir hier reingehen dürfen, beziehungsweise dass das Veterinäramt auch vorbeikommt. Und die Katzen müssen da so schnell wie möglich raus. Also die sehen katastrophal aus. Oder hat von Seiten des Veterinäramtes mittlerweile ein Gespräch mit der Wohnungseigentümerin oder Mieterin stattgefunden? Hm?
Veterinäramt hat jetzt das Ordnungsamt beauftragt. Die kommen wohl raus, aber ich habe keine Aussage dazu, wann. Was aber nicht heißt, dass sie nicht sofort kommen. Kann durchaus sein, dass sie gleich hier auf der Matte stehen. Die Kollegin soll wohl hier mit Kollegin vom Veterinäramt draußen gewesen sein. Da weiß aber nicht, was dabei umgekommen ist, weil die jetzt wohl nicht vor Ort ist. Also die ist wohl heute nicht im Haus. Ja, die sind richtig abgemagert. Ja, also wenn ich meine Dicke dagegen sehe, die ist Freigängerin. Morgen die Uhrzeit, gehen wir wieder hier. Gehen wir 14 Uhr jetzt. So ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg nach Duisburg und mit den Katzen, ja, das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen eine blöde Situation. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass die Tür öffnen bzw. durchs Fenster dann einen Blick reinwerfen und es letztendlich dann so entscheiden, dass die Katzen gleich mitgenommen werden können bzw. direkt ins Tierheim gebracht werden. Wie ist denn jetzt der weitere Ablauf dann da? Also im Ordnungsamt waren vor Ort ein bisschen die Hände gebunden, weil das Veterinäramt das so eingestuft hat, dass keine Gefahr im Verzug ist, weil die Tiere ja noch augenscheinlich am Leben waren. Deswegen konnte das Ordnungsamt vor Ort nichts machen. Wenn Gefahr im Verzug gewesen wäre, dann hätte man die Tür öffnen lassen können, um die Tiere rauszuholen. Das kann aber letzten Endes nur das Veterinäramt entscheiden. Die haben sich momentan dagegen entschieden. Das Ordnungsamt hat einen Zettel an der Tür hinterlassen, damit die Wohnungseigentümerin oder Mieterin in Kenntnis darüber ist, dass das Ordnungsamt vor Ort war, und die muss sich innerhalb von 24 Stunden melden. Wenn die das nicht tut, dann haben die eventuell eine Handhabe, da morgen dann reinzugehen und die Katzen unter Umständen rauszuholen. Die Wohnung ist also völlig verwahrlost. Ich habe also auch noch mal durch die Fenster reingeschaut, da liegt auch schon überall Katzenkot rum und Fliegen, die auf dem Katzenkot sind, und auch ansonsten ist die Wohnung eine einzige Katastrophe. Die ist meines Erachtens so in der Form nicht mehr bewohnbar. Und ich sag mal, wenn morgen da jetzt nichts passiert, dann, nee, wir gehen mal davon aus, morgen passiert was, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man das noch einen längeren Zeitraum als bisher eben einfach so lassen kann. Ja, also es waren sehr, sehr viele Anwohner auch vor Ort. Natürlich hat man da auch Sachen gehört, wo man sich denkt, das kann einfach nicht sein, was dann einen natürlich auch nochmal zusätzlich geschockt hat, dass dann Tiere dort eben in dieser Wohnung gehalten werden. Dem Ordnungsamt waren, wie gesagt, die Hände gebunden und wir hoffen jetzt einfach darauf, dass morgen dann da was passiert. Ich werde morgen auch vor Ort sein, weil ich das natürlich auch mitbekommen möchte. Und ihr sollt es auch mitbekommen, was dann letztendlich da dann weiter geschieht. Und jetzt stehen wir erstmal im Stau. Wir fahren jetzt nach Duisburg und in Duisburg, ich habe schon wieder vergessen, oder hast du überhaupt gesagt, was in Duisburg ist? Hab ich noch gar nicht erzählt. Kannst du gar nicht vergessen haben. Ah, okay, gut, sehr gut. In Duisburg ist eine Firma und in dieser Firma, in einer Halle, sitzt ein Vogel, größer als eine Ente, auf, ja, irgendwo oben auf den Rohren oder sowas. Ich habe da eben ein Foto gekriegt und meine Vermutung ist, dass der Vogel da unter Umständen brüten könnte. Auf jeden Fall hat er da eigentlich nichts zu suchen, weil das ist in einer Werkshalle, glaube ich, war das. Und wir fahren jetzt erstmal hin und schauen uns das an, ob der Vogel Hilfe braucht. Und brütet? Nee. Nee? Der ist da hinten. Ist der geflogen? Ja. Ja. Hä, was ist das? Das eine Tor ist aber offen, muss aufpassen. Ja, ja, aber da geht er jetzt nicht nach draußen. Ich habe jetzt nur. Und ich glaube, der fliegt da jetzt auch rein. Ja. Dann sag jetzt mal eben schnell den Kollegen, ich werde die ja vorzumachen. Ja. Ist da zu, dass die Tür. Herr Ritterbach, würden Sie mal einmal bitte schnell das vorzumachen? Und die Tür? Ich mach die Tür zu, ne? Wir haben schon. So, guck mal. Was ist das? Was ist das für ein Vögelchen? Das ist auf jeden Fall doch irgendeine Ralle. So ein Teichhuhn. Ja. Ist doch, das ist eine junge Ralle.
Wir haben hier direkt nebenan einen See. Ja. Mal gucken. Also ist nichts gebrochen scheinbar. Vögel werden symmetrisch bewegt. Aber gute Reflexe, du. Ja. Wer, der Vogel? Nee, du. Ach so. Halt gelaufen. Der ist so ein alter Mann, der noch so auf Trab ist. Auch vor sich her schiebt. Ne? Also ich würde doch, guck mal hier, der ist ein bisschen... Ja. Ich meine, das hat jetzt auch wehgetan, deswegen ist sie auch nicht mehr hochgekommen. Also die hat jetzt schon ein leichtes Einflugtrauma. Aber... Ja, weil die auch da hinten gegen die Wand dann auch geflogen ist. Mhm. Ne? So. Wunderbar. Ja, jetzt habt ihr Stefan mal wieder in Action gesehen. Das ist unser Wagen. Genau den will ich mal. Ah, perfekt. Genau so, wie er da steht. Sehr schön. Ja, es gibt nämlich interessante Neuigkeiten. Ich glaube, jetzt ist auch der perfekte Zeitpunkt dafür, wenn wir hier mal wieder rauskommen. Okay, die erste interessante Neuigkeit ist, wir haben uns erfahren. auf dem Firmengelände haben wir uns erfahren. Der hier soll es werden, Leute. Falls uns jemand einen Wagen schenken möchte. Genau. Oder noch einen rumstehen hat. Ja, genau. Den er so zufällig nicht braucht, dann her damit. Es gibt ganz, ganz, ganz tolle Neuigkeiten. Ich muss mal damit anfangen. Erstmal ein bisschen zurückblickend. Ich habe letztes Mal einen Kommentar gelesen. Da hat eine geschrieben, ich erinnere mich noch an das erste Tiernotruf-Video. Da war es so ein bisschen still und leise. Und jetzt ist es voll lustig, mit dir und Stefan euch zuzugucken, wenn ihr euch immer gegenseitig so auf den Arm nimmt. Es ist jetzt, glaube ich, ein Jahr. Doch, ich glaube, im Juli bin ich das erste Mal mitgefahren letztes Jahr. Also wir kennen uns jetzt seit einem Jahr. Und ich habe ja Stefan damals angeschrieben, ob ich ihn begleiten kann. Und so ist ja das Ganze entstanden. Im Bereich Tierschutz war das für mich auch wirklich so ein Traum, der sich auch für mich realisiert hat, dass ich da wirklich tatkräftig mithelfen kann. Ich habe ja auch schon auf Fragen beantwortet, ja, wann hast du damit angefangen mit Tierschutz oder wann hast du beschlossen, dass du mal im Tierschutz aktiv werden möchtest? Das hat er damals bei mir angefangen, als meine Mama immer tierversuchsfreie Kosmetik gekauft hat, hat sie auch immer so Broschüren und Magazine mit im Paket gehabt und da habe ich natürlich als Kind auch schon diese Bilder gesehen von den Kaninchen mit diesen Augenreiztest und auch natürlich Artikel über Pelz. Da stand für mich auch schon immer als Kind fest, irgendwann, wenn ich mal groß bin, möchte ich die Menschen darüber aufklären, dass halt sowas komplett unnötig ist. Ja, und dann habe ich ja mit YouTube angefangen und habe mir gedacht, irgendwann hast du auch eine gewisse Reichweite. Irgendwann, wenn die Leute dich kennen, wenn die wissen, wie du tickst, kannst du auch diesen Themenbereich besser unterbringen bei YouTube. Ja, und dann kam es ja mit Stefan zustande. Und jetzt ist es wirklich so, dass Stefan mich vor einiger Zeit gefragt hat, Martina, du bist jetzt schon seit einiger Zeit mit dabei und du bist mit Herzblut dabei. Wir würden jetzt gerne den Verein gründen, Tiernotruf. Und wir haben jetzt unseren eigenen Verein. Yeah. Trommelwirbel. Wir haben mit ein paar anderen eben diesen Verein gegründet. Natürlich ist Stefan der Big Boss von dem Ganzen. Und er hat mich gefragt und als er mich gefragt hat, das war einfach eine wahnsinnige Ehre für mich. Also ich weiß noch, der Tag, als der Anruf gekommen ist und er mir das gesagt hat, war echt, also ich war total baff und ich habe mich so gefreut, dass ich eben mit Gründungsmitglied sein darf. Der Verein Tiernotruf steht. Ist gemeinnützig. Ist gemeinnützig. Vereinsregister eingetragen. Und alles hat seine Ordnung. Genau, und unser Konto wartet dringend auf Spendeneingänge. Ja, ja, es ist wirklich so. Also wir sind tatsächlich darauf angewiesen, dass wir Spenden empfangen, weil das Ganze geht wirklich sehr ins Geld. Also wir sind jetzt, wie gesagt, gerade in Duisburg. Dann natürlich die ganze Fahrerei in Düsseldorf, ständig von A nach B zu fahren. Komplett Nordrhein-Westfalen, kann man eigentlich sagen. Je nachdem, inwieweit andere Tierschutzorganisationen die Einsätze übernehmen können. Deswegen würden wir uns freuen, wenn von euch einige dabei sind, die sagen, super, jetzt ist es endlich soweit. Viele von euch haben ja auch schon des Öfteren gefragt, wie kann ich den Verein unterstützen? Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich werde euch sämtliche Links in die Infobox reinpacken. Und ihr könnt ja auch mit euren Eltern sprechen, weil viele von euch sind ja auch noch minderjährig. Da haben auch die Eltern dann ein Wörtchen mitzusprechen. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, damit auch der Tiernotruf weiter in Zukunft bestehen kann. Wir brauchen auch ein neues Auto. Den Wagen, den wir jetzt gerade gesehen haben, den stellen wir uns halt vor als zukünftiges Einsatzauto. Ist größer, das heißt, wir haben hier viel mehr Möglichkeiten, Tiere besser zu transportieren, also noch besser als bisher. Und natürlich ist auch genügend Stauraum für das Equipment vorhanden. Auf eine weitere
gute, erfolgreiche Zukunft vom Tiernotruf hoffen wir. Yeah. Jetzt fahren wir nach Essen. In Essen sitzen drei Trauerspäne. Das sind diese schwarzen Späne, die man vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat. Ja. Die sitzen in einem Teich, sehr ungeschützt. Die haben wohl geschützte Flügel. Das heißt, das sind eigentlich wahrscheinlich Tiere, die sich jemand mal als Haustier gehalten hat. Die Trauerspäne sind auch in dem Sinne keine Wildspäne, wie sie hier in Deutschland oder in Europa vorkommen. Die Dame, die mich informiert hat, die sagte, dass die dort wenig Schutz haben, dass da sehr viele Leute mit Hunden unterwegs sind. Und wenn die nicht mal fliegen können, können die auch die Umgebung dann nicht verlassen. Und vielleicht ist es besser, die einzufangen und die an irgendeinen geschützten Ort zu bringen. Aber wir schauen uns das jetzt erstmal an, wie ungeschützt der Ort da tatsächlich ist. Dann muss man gegebenenfalls herausfinden, ob die irgendjemand da bewusst hingesetzt hat. Das heißt, wir müssen Kontakt mit der Stadt aufnehmen, ob die Stadt die Tiere da bewusst hingesetzt hat, was ich jetzt allerdings nicht glaube. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir da weiter fortfahren. Achso, gibt es wieder. Ja, der ist als Baby schon da gewesen. Der war vorher auch da hinten? Der habe ich als Baby kennengelernt, das ist das Bild, was ich geschickt habe, das Kleine. Ja. Und die zwei sind das jetzt, die Eltern auf jeden Fall waren die immer zu dritt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn die die tatsächlich hier hingesetzt haben, könnte es durchaus sein, dass es sich hier um das Aussetzen von Haustieren handelt. Ich spreche das mal durch. Jetzt geht's weiter nach Willich. Da sind zwei Schwäne und einem von beiden soll es nicht gut gehen, wobei die Melderin sich nicht ganz sicher ist. Fahren wir jetzt erstmal hin und gucken uns das an. Bei dem wunderschönen Wetter. Ja, herrlich. Man könnte meinen, es wird Herbst. Also ich bin ja schon alt. Und bei mir früher war das so. Im Sommer war es heiß und im Winter war es kalt. Und im Winter lag auch grundsätzlich Schnee, aber das kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr. So war das früher. Bei mir lag auch noch Schnee früher. Echt? So alt bin ich schon. Wir sind damals immer mit meiner Mama Schlitten fahren gegangen. Ach, das war echt immer herrlich. Und wir hatten ja einen großen Garten. Da haben wir da immer Schneemänner gebaut. Wir waren auch echt immer solche Schneekinder. Sowas gibt es ja heutzutage nicht mehr. Die Krabbel da. Die Krabbel da. Okay, Alter. Nein, Stefan, Mann! Ich hab da hinten gepustet. Ja, und dann krabbelt die auf mich. Nein, die ist jetzt hinten. Die ist jetzt hinten bei dem Wasserhuhn. Nein, die krabbelt da immer noch. Die ist da immer noch. Das kann gar nicht sein. Hä? Ist da nicht mehr? Ich hab die da hinten. Ich hab doch gesehen, wie sie nach da hinten gegangen ist. Komm, steig ein. Der macht mich fertig, ey. Ich steh mal, verarsch mich nicht. Mach sie weg. So, können wir dann fahren? Und das ist laufend so, ne? Aber wenn die, während die auf der Autobahn oder so sind, auf einmal hier, dann weißt du, ne, dann geht's für mich um Leben und Tod. Ja, dann kannst du ja rausspringen. Ja, dann springe ich auch raus. Wisst ihr auch, warum Stefan die hier im Auto lässt? Sie könnte ja draußen nicht überleben im Regen. Ja, wenn die einen Tropfen abkriegt, ist sie tot. So ein tierlieber Mensch ist Stefan. Ja, du auch. Ja, du auch. Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Willich, aber jetzt muss erstmal die alte Frau kurz raus. Das ist halt der Nachteil, wenn man Weiber mit dabei hat. Ja. Da hinten ist einer. Da fahren wir da hinten hin. Und dabei können wir uns nämlich dann mit angucken. Komm mal her. Wo wir die Beine sehen. Der benutzt beide Füße. Im ersten jetzt würde ich es gerne noch mal sehen, aber das sieht eigentlich ganz in der Ruhe. Genau. Paddelt der mit beiden Füßen, kannst du es sehen? Mit dem einen, warte mal. Ja, der paddelt mit beiden. Oh, krass, voll die schönen Libellen, schau mal. Wo ist die denn? Da! Oh! Hier! Ich sehe die nicht. Da ist sie! Hä? Da, nimm schon. Jetzt verarsch mich nicht! Ah!
Stefan, hier ist wunderbares Biotop. Du kannst sie hier aussetzen. Hey, die hängt immer noch da. Mann, du bist gemein. Bitte, Stefan. Doch, deine Kamera läuft. Bitte, Stefan, bitte lass sie in Ruhe. Bitte, bitte, Stefan, lass sie in Ruhe. Nein, bitte mach sie weg. Bitte mach die weg. Bitte mach die. Bitte mach die. Wie süß die hängt da noch. Wo denn? Da an deiner Hand. Da an deiner Hand. Unten. Ja. Bitte. Bitte mach die weg. Nein, Stefan. Bitte. Ich werde in Zukunft alles aufnehmen, damit ihr mal einen Beweis dafür habt, wie der eigentlich zu mir ist. Ich sterbe früh. Ich weiß es jetzt schon. Ich sterbe früh. Wenn ich hier noch ein paar Jahre mitfahre, dann definitiv. Oh Gott sei Dank, jetzt weiß ich wenigstens, das war nämlich die von vorn. Von wegen nach hinten gepustet. Ach doch, die sind nach vorne gekommen. Ja. Ja, die hat sich vorne wohl gefühlt. Mhm. Ich höre es auf. Ja. Damit ich jederzeit rausspringen kann. So schlimm? Ja. Muss ich mich entschuldigen? Gut, dann entschuldige ich mich. Liebe Spinne, es tut mir so leid, dass ich dich aus meinem Auto raussetzen musste.